So, ich habe mich heute hier mit Daniel Schumacher getroffen für ein Interview. Den kennen mit Sicherheit die meisten noch aus DSDS-Zeiten, als er 2009 das Ding gewonnen hat. Ich denke mal, so wird fast jedes Interview beginnen mit einer Frage. Ja, es ist immer noch Thema, obwohl es 11 Jahre her ist. Es ist immer noch die erste Frage immer direkt. Aber okay, damit komme ich klar. Würdest du jetzt so im Nachhinein sagen, es war eine gute Erfahrung, würdest du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nochmal machen? Ich würde es noch mal machen, wenn es genauso, also wenn es jetzt noch genauso wäre wie damals. Also jetzt, so wie sich entwickelt hat, die Show, da geht es halt nicht mehr so wirklich um das, das Kernding, um die Musik, um diese Shows, um die Live-Shows, um irgendwelche Live-Bands singen darf und so. Das fehlt irgendwie. Ja. Finde ich schade, aber ist halt TV. Ja, klar. Und jetzt so zur Stadt Pfullendorf. Du bist ja jetzt selbst wieder zurückgekommen nach Pfullendorf. Wie hast du das für dich entschieden, dass du jetzt wieder in Pfullendorf wohnen willst? Oh, ich bin damals, glaube ich, relativ, ich glaube, ein Dreivierteljahr nach meinem Sieg nicht nach Berlin gezogen. Okay. Und es war überhaupt nicht meins, da bin ich ganz ehrlich, bin ich immer ganz ehrlich gewesen. Berlin ist super für mich für 3 Tage. Dann denke ich mir so, Berlin, cool. Ja. Aber nach 3 Tagen denke ich mir so, ich will heim. Gibt es keine Ruhe in der Stadt? Nee, es ist halt so komplett anders. Es ist weit weg von zu Hause und es ist halt, ja, einfach mir zu viel gewesen. Ich meine, klar, Kontrast Pfullendorf zu Berlin ist schon boom. Riesig, ja. Und dann bin ich halt zurückgekommen, weil ich halt einfach auch Freunde gerne um mich rum habe und meine Familie und irgendwie so den Kern, wo ich genau weiß, ich fühle mich wohl, wo ich irgendwie auch weiß, die meinen es gut mit mir und die meinen es irgendwie, ja, die sind echt mit mir und wollen nicht irgendwie nur damals zum Beispiel jetzt diesen Fame haben nach der Show. Ja. Und dann war ich ein Jahr in Köln, da war es eigentlich ganz cool und habe dann mit meiner Band am Album geschrieben, aber selbst dann bin ich wieder zurückgekommen. Hast du für dich in Pfullendorf sowas wie ein Lieblingsplatz oder wo du gerne hingehst und in der Jugend gerne hingegangen bist? Also als Jugendlicher und Kind war ich halt extrem oft im Freibad einfach. Ja. Weil wir haben ein cooles Freibad, wir haben das Sprungturm, wir hatten mittlerweile diesen Kletterturm und sowas. Ja. Ich bin relativ oft auch am See hinten, weil mein Cousin fährt Wakeboard im deutschen Kader, um ein bisschen Werbung für ihn zu machen. Okay. Und irgendwie, der fährt relativ viel, deswegen bin ich da relativ oft mit meiner Family auch hinten und gehen da auch schwimmen. Was dieses Jahr alles ein bisschen schwieriger war, aber sonst bin ich da auch sehr oft. Okay. Ist auch super schön da. Man kann super spazieren, man kann super schwimmen, man kann Wakeboarden, man kann Wasserski fahren. Wenn man das lernen will, ist auch irgendwie, hat man genug Zeit, das zu lernen. Okay. Was würdest du einem Auswärtigen raten, wenn er nach Pfullendorf kommt, wie er seinen Tag verbringen könnte? Eigentlich, die Innenstadt ist sehr schön. Wir haben eine super schöne Altstadt. Die meisten Geschäfte sind mittlerweile irgendwie leider irgendwie da draußen, bei uns drumherum. Aber hier drin, so Innenstadt ist super schön. Und es gibt hier eine Tour, Pfullendorf unterirdisch. Wir haben so viele Tunnel hier unterirdisch und da kann man eine Stadttour machen. Okay. Die habe ich auch schon gemacht, die ist super interessant. Und man kann hier gut essen gehen. Okay. Wir haben im Seepark Lukulum und wir haben hier unten den Barfüßer und da kann man super essen gehen. Lieblingsrestaurant? Im Pfullendorf für mich Lukulum. Weil es halt direkt am Wasser ist. Ja. Am Freitag kommt deine neue Single auf den Markt. Hypnotized, ist das richtig? Korrekt. Kannst ein bisschen was dazu erzählen? Also ich freue mich eigentlich über jeden Release, aber bei denen freue ich mich ganz besonders, weil ich habe es vorher schon erwähnt, ist unter einem eigenen Label jetzt und ich konnte da alles irgendwie selbst entscheiden, aber das Allerbeste daran ist einfach, dass es von einem richtig bekannten internationalen Produzenten aufgenommen wurde und produziert wurde und ich bin so dankbar, dass ich diesen Song bekommen habe, weil ich war letztes Jahr in einem Songwriting mit John Hellgren, das ist ein Schwede, der hat schon in Asien relativ viele Hits gehabt und der war auch schon beim ESC sogar als Produzent, Platz 4 mit Luca Henny für die Schweiz. Mit dem habe ich letztes Jahr einen Song geschrieben, mit ihm und Georgie Dennis, eine Engländerin. Und die haben dann zu mir gemeint, sie hätten einen anderen Song. Und die suchen seit Jahren schon einen Sänger für diese Nummer. Und ich habe gesagt, ja, dann zeigt sie mir doch einfach mal. Und dann haben sie mir diesen Song gezeigt und ich so, oh mein Gott, ich liebe diese Nummer, ich will die singen. Und dann habe ich halt gemeint, ja, wir müssen halt nur den Text umschreiben, weil der ist halt geschrieben worden von einem Mann auf eine Frau zugeschnitten. Und ich habe gemeint, das macht halt für mich keinen Sinn, weil ich auf einen homosexuell bin. Ja. Und dann haben die gesagt, kein Problem. Und dann haben wir den Text umgeschrieben, haben den Song, glaube ich, wir hatten nicht mehr so viel Zeit, in einer Stunde aufgenommen. Aber der hat so gut gepasst, dass es alles funktioniert hat. Und dann habe ich gefragt, ob ich ihn haben kann, ob ich ihn releasen darf. Und er hat gesagt, klar, er freut sich mega, dass ich den release, weil es einfach perfekt passt. Die CD ist auch ab Freitag erhältlich oder kommt die erst später in die Regale? Die ist auch ab Freitag erhältlich, aber die kommt nicht in die Regale, die kann man über mein Label bestellen. Okay. Das ist eine Limited Edition, es gibt nur eine bestimmte Anzahl. Also wer die CD wirklich, wirklich will, der muss Gas geben. Aber das kann man alles rausfinden, wie man die bekommt über mein Social Media. Okay. Ich mache ein Erklärungsvideo. Und sonst kann man ja immer noch den Download, das Downloadportal nutzen.
Und da gibt es eine Piano-Version dazu, die eher so für ruhige Momente ist, weil der Song ist ja schon eher tanzbar. Ich hoffe, es ist, du weißt es zu schätzen, diese eine spezielle CD, die schenke ich dir jetzt. Das ist sehr nett, bin ich. Bin ich auch schon, der die kriegt? Ja. Oder hast du schon einen Freund? Nee, eigentlich nicht wirklich. Also meine Managerin hat eine bekommen, aber ja, ist ja, glaube ich, normal. Super, danke. Gerne. Also Daniel, ich bedanke mich fürs witzige und tolle Gespräch. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich für die neue Single, dass ich der Erste bin, der sie in seinen Händen halten darf. Ich wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute, dass du Erfolg hast mit deiner neuen Single. Und vielleicht können wir uns später mal wieder treffen und dann ein wenig weiter plaudern. Gerne, super gerne. Alles klar.